Es hat alles nichts genutzt, der gemeinnützige Einsatz der Müller Müll Foundation. Die Nutztierhaltung ist uns viele Milliarden wert, die frühkindliche Förderung weniger. Noch immer partizipieren zu wenig Frauen in Entscheidungsfunktionen unserer Gesellschaft. Und Herr und Frau Schweizer sitzen lieber auf ihrem Geld, anstatt in Schweizer Start-ups zu investieren. Nein, noch ist die Müller Müll Foundation nicht begraben. Denn ein Lichtblick für unsere Förderthemen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Bildung und Standortförderung sind die Ergebnisse der National- und Ständeratswahlen 2019 mit einem erfreulich hohen Frauenanteil. Wir werden uns weiterhin in der Schweiz für die Schweiz einsetzen. Mit Kopf, Herz und Hand. Sie wissen ja, es gibt in der Schweiz über 13.000 Stiftungen. Wir verteilen finanzielle Mittel nicht im Gießkannenprinzip. Und wir beschränken uns nicht auf eine rein finanzielle Förderung. Wir fördern Projekte gezielt mit unserer Zeit, Stimme, Netzwerk, Know-how und Ideen. Und, last but not least, finanziellen Mitteln. Ein Beispiel. Wir fördern das Projekt Women Back to Business der Universität St. Gallen. Das Projekt unterstützt Frauen auf dem Weg zurück ins Berufsleben. Vielen Frauen gelingt nach der Kinderzeit der Wiedereinstieg in das Arbeitsleben nicht mehr. Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen möchten, erhalten Unterstützung durch ein maßgefertigtes Weiterbildungsprogramm. Bei dem Weiterbildungsprogramm Women Back to Business kommen die drei Förderthemen der Müller Müll Foundation deutlich zum Tragen. Erstens der Förderbereich Bildung, frühkindliche Bildung und Weiterbildung. Zweitens der Förderbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und drittens der Förderbereich Standortförderung. Denn für einen innovativen Standort Schweiz benötigen wir auch die vielen gut ausgebildeten weiblichen Fachkräfte, die arbeiten möchten. Unser Herz schlägt für die Schweiz. Die Müller Müll Foundation ist weiterhin hoch motiviert. Denn leider sehen wir unsere Anliegen, nämlich mehr Investitionen in frühkindliche Bildung, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine innovative und mutige Standortförderung in der Schweiz, noch nicht nachhaltig umgesetzt. Für eine bessere Schweiz von morgen brauchen wir alle. Frauen, Männer, die Unternehmen, die Politik, die Gesellschaft, die Medien, viele Bürgerinnen und Bürger und auch Sie. Und auch wir werden in Zukunft gerne unseren Beitrag leisten.